So Leute, willkommen zurück zu Risen 1. Und jetzt befreien wir auch erstmal den netten gefangenen Ogre hier. Moment, ich will mal gerade... Okay, schade. Ich habe gedacht, es wird auch irgendwie eine Ego-Perspektive geben oder so. Das wäre praktisch. Für Screenshots und so, fürs Thumbnail. Und, wer bist du? Was will Mensch? Donkett, Mensch. Ach ja, Mensch, der Freund ist das. Genau. Ja. Wir sind uns schon mal begegnet. Dork, gefangen von Schuppige. Mensch befreit Dork. Besonders lange konntest du deine Freiheit ja nicht genießen. Dork jetzt wieder gefangen. Warum bist du wieder gefangen? Dork nimmt Keule und tötet Schuppige. Aber Schuppiger zaubert bösen Zauber auf Dork. Dork eingesperrt. Dork wieder eingesperrt. Dork mächtig sauer. Du bist frei. Dork schuldet Mensch das Leben. Dork will Schuld tragen. Für Ehre von Dork. Dork wird helfen. An Seite stehen. An Seite kämpfen. Das Gesetz der Ehre. Dann mach das jetzt mal. Ich verfolge ein paar Echsen. Echsen? Echsen? Dork sagt Schuppige. Verstanden. Dork wird Leben schützen und Feinde töten. Sehr gut. Ja, gut. Einen großen Kerl wie dich könnte ich schon gebrauchen. Dork groß und stark. Dork und Mensch kämpfen für Ehre. Mensch spricht, Dork folgt. Gut, dann komm mal mit. Komm mit. Gut, gut. Heilkraut, ansonsten haben wir hier nichts. Und jetzt müssen wir nach draußen. Und, wow. Beziehungsweise müssen wir eigentlich nach draußen? Ich weiß es gerade nicht. Mechanismus, okay. Karte. Ach ja, ich brauche jetzt erstmal die Karte für das Dingens. Für den Tempel da. Damit ich herausfinde, wie wir diese Zugbrücke runterkriegen. Na. Das ist doch nice. Da haben die hier extra so ein paar Echsen jetzt hingelegt. Ah, da vorne sind auch schon welche. So. Dork kann, denke ich, ganz praktisch sein. Aber auch... Ja, wobei, das hat eigentlich keine Nachteile, dass ich ihn jetzt mitgenommen habe. Eigentlich nur Vorteile, denke ich. Weil der ist groß, der ist stark und hat eine fette Keule. Ach, die ganzen Monster, die liegen ja noch hier, weil ich die noch gar nicht gelootet habe. Ich wundere mich gerade, warum liegen hier die ganzen Monster rum und so, aber... Ne? Ich bin ja hier einfach durchgerannt, habe nichts gelootet, weil ich eh schon genug dabei habe, glaube ich. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sie da unten bei unserem Freund Eldrick sind. Also bei dem Druiden. Ich glaube, er hieß Eldrick. Kommt der noch mit? Jo, der ist richtig am Abgehen da, richtig am Sprinten. Oh, da ist er. Greifen die sich jetzt an? Nö, gut. Was machst du hier? Du wolltest doch zusammen mit dem Inquisitor in den Vulkan. Hast du schon etwas herausgefunden? Ein bisschen. Ich verfolge einen Trupp Echsen. Sie sind den Weg runter, Richtung Jagdhütte. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Hä, haben die dem nichts getan? Gib auf dich acht. Ja, das hatten wir letzte Folge schon. Nee, nicht letzte Folge, aber vor ein paar Folgen schon. Woher weiß der, dass die Echsen jetzt hier langgelaufen sind? Und warum haben die Echsen ihn nicht mitgenommen? Wobei, ich meine, er lebt ja auch schon Ewigkeiten auf dieser Insel, anscheinend. Und die Echsen haben ihm noch nie irgendwas getan. Dork, helf mir. Wir kommen dich holen. Gucken wir mal, was der so kann. Oh, nice. Oh. Heftig. Der geht schon ordentlich ab, der Kerl. Ah, ich renne erstmal hier hin, damit Dork ein bisschen auf die drauf geht. Nein, die haben den Wolf getötet.
Oh, jetzt gehen die alle auf mich. Weg mit dem Anführer. Weg mit dem. So. Einer ist noch irgendwo. Diese Viecher. Wo kommen die her? Na, das sind wir reden Echsen. Einfach mal ein bisschen. Sie kommen aus dem Vulkan. Aus dem Vulkan? Also gibt es noch mehr von ihnen? Viel mehr. Dann werde ich in Zukunft ein Auge auf die Umgebung haben. Nochmal erwischen die Biester mich nicht. Was hast du... So jetzt, was hast du so zu verkaufen? Da müsste doch eigentlich der Anführer eine Karte dabei haben. Jo. Gefunden, was gesucht war? Ja, jetzt muss ich wieder in den Vulkan. Geh in Berg. Pass auf Schuppige. Pass auf Menschen. Keine Sorge, die Menschen sind auf meiner Seite. Menschen wie böse Zauberer. Besser niemals Rücken zeigen. Niemals einschlafen. Keine Sorge, ich passe schon auf. Dog war mit Mensch gemeinsam in Kampf und Suche. Nun geh alleine. Bring zu Ende, was längst begonnen. Der redet wie so ein alter, weiser Mönch, ey. Ich teleportiere mich jetzt aber erstmal noch in die Vulkan. Ne, in die Hafenstadt. Genau. Damit wir da einfach jetzt nochmal sind, bevor wir das Spiel irgendwie in den nächsten paar Folgen durchspielen. Weil es ja langsam so weit sein sollte, glaube ich. Und weil ich noch Tränke brauche. Die Tränke werden wir uns jetzt hier erstmal brauen. Du machst das schon. Gut, ja, wir machen das schon. Da war der Schmied, haben wir dem schon die... Ah. Ja, 15 Werkzeugbeutel. Ich hoffe, damit hast du jetzt genug altes Metall. Du hast den Gnomen echt den ganzen Schrott geklaut und hierher geschleppt? Unfassbar! Ja, nicht schlecht, was? Alle Achtung, das ist eine reife Leistung. Hier hast du auch eine satte Belohnung für deinen Ärger mit den kleinen Mistkerlen. Ich pack dir noch einige meiner besten Rohlinge obendrauf. Du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich jetzt aufgeschmissen. Pass auf deinen Rücken auf, wenn du da draußen bist. Wir sehen uns, mein Freund. Ja, ja. Lernen irgendwas. Wenn, dann brauchen wir doch nur Mana lernen, oder? Wein nehme ich einfach mal alles mit. Fläschchen nehme ich auch mal alle mit. Das nehme ich auch mal mit. Ich weiß nicht, wie viel ich wovon brauche. Ich gönne mir hier einfach mal alles. Ich habe ja eh genug Kohle. So, sehr schön. Wie viele können wir jetzt machen? Oh, davon können wir auch noch welche machen. Wie viele? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube erstmal nur einen, oder? Fertig. Ah, genau. Heldenkrone hat man nur eine. So, dann machen wir uns noch 11 davon. Wunderschön macht der Kerl das. Auch wie diese Flüssigkeiten, Flüssigkeitsphysik und so, das ist echt heftig in dem Spiel, muss ich schon sagen. So, jetzt haben wir wieder ordentlich Dinger hier, ne? Trinken wir das erstmal. Uiuiui. Ich weiß noch, am Anfang hat uns ein so ein kleiner Trank gereicht. Und jetzt müssen wir die schon trinken wie sonst was. Gut, dann machen wir uns jetzt wieder auf den Weg zur Vulkanfestung. Schwupp, einfach weg. Und den Ordenskrieger, der da gerade vorbeigelaufen ist, den juckt das natürlich nicht. Hier ist alles am Beben und Rütteln und sonst was, ey. Da vorne stößt schon die Decke fast ein. Ich habe das Gefühl, die Insel geht langsam, aber sicher ein bisschen kaputt. Was auch immer das jetzt gerade war. Es sah sehr komisch aus.
Wo? Achso, ich habe gedacht, die Viecher hier würden auch leben. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Ich vergesse die ganze Zeit, dass die Monster, die wir nicht looten, hier einfach liegen bleiben. Ash? Nein. Ah, hier steht der. So, dem können wir aber nichts geben oder so. Sonst noch irgendwer Interessantes mit Namen hier? Hier ist alles... Wow, schrei mich doch nicht so an. Oh, was haben wir denn hier? Ich will nicht die Leute abschießen. So. Autsch, Autsch, Autsch. Oh, das war knapp. Gut gemacht. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Ja, ja. Moment, war das hier schon immer offen? Ich glaube nicht, oder? Hat sich das jetzt erst geöffnet durch die Karte? Regionalkarte. Ah, okay. Gut, hier sind wir jetzt schon mal... Okay. Ah, genau, da müssen wir da. Und hier in dem großen goldenen Kreis findet dann etwas ganz Spezielles statt. Hör mal, du Tünnes, lass mich mal da lesen. Wir sollten hier bleiben. Hier ist eine gute Verteidigungsstellung. Wenn wir uns zu sehr verteilen, sind wir verwundbar. Irgendeiner von denen hier muss doch jetzt was dabei gehabt haben. Oder? Irre ich mich da gerade? Moment, irgendwie so diese alte Büste oder so? Nee. Hm. So. Ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Ja. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Dann hack du mal schön. Ich werde jetzt die Folge hier beenden und hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich sag dann mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.